Und willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Together Minecraft mit mir, dem Patrick. Und mit mir, dem Daniel. Und dem Andreas hier in der Mine von Moria. Ja. Jetzt hauen wir raus hier. Ja. Also, ich möchte ganz gerne von der Hausecke da hinten, ne, bis zum Gewächshaus alles voller Erde haben. Und dann vielleicht nochmal so einen Zaun drumherum ziehen mit Tierchen und so. Aber, ich möchte, wenn man hier durchfährt, das schon gleichmäßig haben. Das heißt, deswegen habe ich hier rechts und links Sand hingemacht. Verstehst Aha, du? Verstehe. Dass es halt nicht so kacke aussieht, wenn man hier durchfährt. Aber dann habe ich zum Beispiel hier noch eine Stelle, wo auch Sand rein muss. Okay. Und das Dirt, das soll dann echt bis hier oben an den Rand gehen, oder wie? Also, dass da kein Wasser mehr ist. Genau. Das ist aber schade. Ich meine, gerade das Wasser fand ich so schön hier. Nö. Ja, nee, da mache ich nicht mit. Tut mir leid. Das kann ich nicht unterstützen. Ach ja. Aber wieso läuft hier das Wasser so komisch? Und wieso legt ihr Stroh, um den mal wieder zu bringen? Ja, wird mal wieder Zeit, ne? War jetzt die letzten zwei Folgen, glaube ich, gar nicht. Das ist wie beim Rollenspiel bei uns. Ich mache Pen and Paper Rollenspiel in meiner Freizeit, wenn ich nicht gerade Let's Player. Pen and Paper. Okay. Jetzt sag nicht, du weißt nie, was Pen and Paper ist. Ich weiß, was. Ja. Ich gucke Big Bang Theory, ich weiß, was das ist. Achso. Zum Glück, das heißt, das nicht gewusst hättest, war. Das heißt, Big Bang Theory, ich hab das noch nie so weit gesehen, aber Big Bang Theory ist quasi die Botschaftersendung für Pen and Paper Rollenspiele. Das finde ich gut. Ja, jedenfalls ist, was ich sagen will, hat eigentlich auch gar nichts mit Pen and Paper zu tun, außer dass wir im Freundeskreis uns quasi regelmäßig treffen, und da kommen immer die gleichen Sprüche immer wieder. Das ist wie so Bullshit-Bingo. Kennt ihr das? Ja. Kann man eigentlich machen, weißt du? Einfach jeder schreibt sich drei Sprüche auf und der zuerst alle drei fertig hat, also ohne sie selber zu sagen, der gewinnt. Oh, eigentlich könnte ich hier auch dann so einen kleinen Brunnen in der Mitte machen, ne? Ich hab übrigens letztens einen Witz gehört, den muss ich jetzt mal unbedingt bringen. Seid ihr bereit? Okay. Und auch zwar. Auch Dirt. Das, was ich Patrick gerade hingelegt habe. Ja, erzähl jetzt den Witz bitte. Ich möchte. Aber weh, das ist nicht lustig, ne? und zwar, du hast die Wahl. Ach so. Ja? Ich habe die Wahl. Ach, jetzt willst du zuhören, ne? Ach so, nee, jetzt ist er da. Also du hast die Wahl zwischen einem zweistündigen Live-Konzert mit Xavier Naidoo und einer zweistündigen Autobahnfahrt. Wofür entscheidest du dich? A4 oder A9? Ja, korrekt. Ich weiß nicht, so ein Xavier Naidoo-Konzert. Ich war noch nie auf einem Xavier Naidoo-Konzert. Gibt's da nicht viele Weiber? Aber Moment, nee, stopp. Die stehen dann ja auf Xavier, ne? Alle schon. Ja, aber pass auf, die sind sexuell so angefixt, dass die dann fast jeden nehmen, weißt du? Also, ja. Die sind wahrscheinlich auch so alt, dass sie fast jeden nehmen. So alt, dass sie fast. Ja, wow, weiß ich nicht, wie alt sind denn so? Keine Ahnung. Xavier Naidoo-Fans, weibliche. Ich möchte auch niemanden, der Xavier Naidoo gut findet und hört, beleidigen. Das Doch. Hätte natürlich auch jeder andere sein können. Ich persönlich, mir gefällt persönlich Xavier Naidoo nicht, aber. Ja. Obwohl. Aber wieso habe ich denn schon wieder kein Kabel? Ich war ja mal, also ich kann Peter Maffay auf den Tod nie ab, ne? Zurecht. Ich find den total scheiße, ne? Jetzt war ich aber mit meiner Ex-Freundin mal auf einem Live-Konzert in Hannover von dem. Und wenn du da so ein bisschen was getrunken hast und, weißt du, also nee, jetzt nicht besoffen, aber wenn du halt so ein paar Bierchen getrunken hast da und bist in der richtigen Stimmung, dann ist der schon ganz geil. Ich würde mir das nie im Auto an. Ich kann mir vorstellen, wenn man ein bisschen was getrunken hat, dann ist auch ein Xavier Naidoo-Konzert ziemlich geil. Ja. Um einfach mal die Dimensionen aufzuzeigen. ne? Was hier an Pickaxen raufgeht. Ich habe mir überlegt, also eigentlich viel zu spät, aber man hätte eigentlich mal so eine Art, wie soll ich sagen, so eine Anzeige machen können, wie viele Pickaxen man für die Etage schon verbraucht hätte. Na, wie so eine Art Ticker oder so. Ja. Ja, ja.
In der Tat. So, wo baue ich jetzt die Truhen am besten hin? Dein Turm ist zu klein, Daniel. Aber jetzt nochmal was anderes, und zwar zum Thema so Musik und Frauen und so. Muss ja nochmal einen rauslassen. Ich habe irgendwann mal einen Spruch irgendwo. Warum läuft der so langsam? Was das heißt? Einen Spruch gelesen, den fand ich so geil. Den musste ich auf Facebook posten und der ist auch irgendwie total eingeschlagen. Da hat einer, es war halt in Englisch irgendwie eigentlich geschrieben, aber in Deutsch übersetzt heißt es dann halt so viel wie grad kacken gewesen. Hab mir mit der Klobrille den Sack geklemmt. Nebenbei am Handy gespielt und auf Spotify gekommen. Leise gewimmert. Wer zur Hölle ist Philipp Poisel? Wer zur Hölle ist was? Wer zur Hölle ist Philipp Poisel? Aha. Also Sack eingeklemmt beim Kacken, ne, leise gewimmert, auf Spotify, nicht auf Spotify, sondern auf Shazam gekommen. Ach so. Und, mit Shazam ist das natürlich lustig. Shazam, ja. Ach, das und heißt Shazam bei mir. Ich kannte kein Lied von dem und ich habe eins gehört und das hat mir echt gereicht, ne. Ich weiß nicht, was das in den Frauen dann auslöst, weißt du, dass die den so geil finden, ey. Ja. Das gibt auch hier German Bash, kennt ihr das? Das ist so eine Seite, da sind so verschiedene Foreneinträge und Chat-Einträge, die ein bisschen lustig sind, ne? Ja. Ich würde sagen, da fand ich die Hälfte einfach erfunden, ne? Aber trotzdem ziemlich, ziemlich geil. Zum Beispiel hier, ich habe letztens meine, also das muss man natürlich lesen, aber da stand halt so da, ich habe letztens meine Mutter gefragt, oh mein Gott, lebt sie noch? Ich habe sie gefragt, nicht gefragt. Also ich meine, das wird ja gleich geschrieben. Oder das Beste, was ich dort je gelesen habe, war irgendwie, da haben zwei sich im Chat unterhalten. Der eine fragt so, was ist denn eigentlich owned? Was heißt denn owned? Das hört man immer hier owned und so, ne? Und sagt der andere, naja, das heißt so viel wie erwischt oder getroffen oder dumm gelaufen oder so. Ja, und da kommt ein anderer in den Chat rein und hat gesagt, oh scheiße hier, was mir heute passiert ist in der Schule. Wie war das? Wir hatten Klassenarbeit und ich hab nichts gewusst und hab nur ein leeres Blatt gekriegt und dafür durfte ich jetzt gleich mal zu Direx gehen, dieser blöde Lehrer, ey, so ein Scheiß. Ne? Und da hat sich einer sofort gemeldet und hat gesagt, weißt du, warum du zum Direx gegangen bist? Nie, weil du ein leeres Blatt abgegeben hast, sondern weil du da irgendwelche unflätlichen Sachen drauf geschrieben hast. Und da hat er sozusagen, kam eben raus, dass das der Lehrer war, der in dem gleichen Chat mitgeschrieben hat. Ach du Scheiße, ey. Und da hat der Erste zu dem Fragenden da gefragt, siehst du, und das ist owned. Oh ja. Ah, oh, die Etage, die hört nicht mehr auf hier, ey. Manchmal siehst Alter, du ja, ich komm da hoch und schon steht da der nächste Zombie, ne? Kann nicht wahr sein. Manchmal mal siehst du auf Facebook so, auch so Postings, wo man immer nicht so weiß, ob die jetzt fake sind oder nicht. Aber fand ich auch ganz geil, irgendwie so, wo Anna so schreibt, hab mich erstmal krank gemeldet und hab gesagt, mir geht's schlecht und mein blöder Chef, der glaubt das auch noch und so. Und dann schreibt irgendwie sein Chef da drunter, hast wohl vergessen, dass wir bei Facebook befreundet sind. Ja. Fristlos gekündigt. Auf jeden. Alter, ich muss länger atmen können, das ist total doof hier. Was machst du unter Wasser? Ja, was machst du unter Wasser? Na, ich baue unter Wasser hier. Ich bin Goldgräber von vor Alaska hier. Da baut er einfach am Klondike, hä? Klondike? Na, Klondike ist doch dieser Goldgräberfluss in Alaska. Ich glaube, da war ein Alaska Klondike. Ich kenne das nur von D-Max. Und was? Der Männersender D-Max. D-Max. Ja. Genauso wie Sixt ja angeblich nur für Frauen ist. Six, meinst du? Sixt. Der kam noch nach D-Max irgendwie, ja. Sixt, nicht Sixt. Sixt ist diese Autovermietung. Ja, genau, Sixt, ne? S-I-X-X. Ja. Genau, ohne T hinten. Ja, genau. Habe ich jetzt hier Werbung an der Bushalte. Was, für Sixt oder für Sixt? Für Six. X. Also für den Sender. Ja, genau. Die Bushalte. Six auf die 6. Und pro
7 auf die 7, Z1 auf die 5, natürlich. Alle meine Lieblingssender immer parat. Und Kabel? Auf die 4. Können übrigens auch mal ganz wilde Diskussionen mit Frauen entstehen, wenn du so einen Fernseher programmierst, ne? Pro 7 ist aber auf die 7, weil das bei mir zu Hause auch so, dann schalte ich hier rum, finde nichts. Naja, am Arsch. Man hat natürlich auch kein Digitalfernsehen, ja, wo man einfach in die Liste gucken kann und dann das Programm auswählen kann. Nein. Denn das gab es zu Hause ja auch nicht. Nee. Also wenn du den falschen Receiver hast, dann funktioniert das eh nie. Wir haben so einen Samsung-Fernseher, der macht ein richtig geiles Bild, muss ich sagen. Also vom ganzen Panel ist der einfach echt daily. Aber der Receiver, der da drinnen verbaut ist, den kannst du nicht nutzen. Das fängt schon damit an, der braucht Ewigkeiten zu umschalten, wo jeder andere Sender wenigstens von vornherein schon mal sagt, wo jeder andere Receiver wenigstens mal anzeigt in der Zwischenzeit, was auf dem Sender läuft. Nee, der Samsung-Fernseher, der sagt sich, hey, hier Bild hat bei mir Vorrang, ich mache erstmal das Bild und danach sage ich dem Nutzer, was läuft. Ne? Und dann dieser EPG, der ist so schlecht. Was ist das, EPG? Na, elektronischer Program Guide, also der Programmzeitschrift. Genau. Kannst du es auch nennen, ja. Der ist so doof. Ah, verstehe. Mhm. Den musst du jedes Mal neu runterladen, das macht er nicht automatisch, sondern du musst quasi auf den Sender der jeweiligen Gruppe gehen und dann lädt der diesen EPG runter. So, soweit ja ganz gut. Aber was richtig nervig ist, ist, dass der nicht gespeichert wird. Wenn du den Fernseher ausmachst und wieder anmachst, sind alle wieder gelöscht. Ja, das heißt, du musst erstmal jeden Sender besuchen, bevor du weißt, was darauf läuft. Und dann weißt du es ja eigentlich schon, weil du schon drauf warst. Ja, natürlich. Das ist also nutzlos. Kurzum, an unserem Fernseher genießen wir das super Bild von dem Samsung-Fernseher mit einem anderen Receiver. Okay, ja. Ah, wieso muss ich das alles hier so robust zubauen, kann mir jetzt mal einer sagen. Das nervt ganz schön. Ja, kann ich, aber mache ich nicht. So. Erstmal ein Schnitzel essen. So, weiter geht's. Boah, alter Schnitzel, wa? Ja. Ich weiß gar nicht, wie lange ich kein Schnitzel hatte. Also so ein paniertes Schnitzel, ne? So. Hätte ich mal wieder Bock drauf irgendwie. So ein Schweineschnitzel wiener Art. Darf man das sagen, dass man gerne mal wieder Fleisch essen würde? Sicher darf man das sagen. Hier darfst du das sagen. Hier wirst du sogar aufgefordert, das zu sagen. Es ist schon ziemlich verpönt jetzt so, Fleisch essen. Warum? Bei wem? Also, weiß ich nicht. Ja gut, es scheint ja im Moment total in Mode zu sein, vegan zu leben. Ne? Absolut. Vegan. Also ich meine jetzt gerade hier in Berlin, ja, eine der Hauptstädte des Veganismus. Da musst du schon, ich will nicht sagen, aufpassen, was du sagst, aber man ist doch schon sehr sensibilisiert darauf. Ja, es ist, war vor ein paar Jahren, fing das irgendwie an, da war das total hip. Bekannter von mir, dann haben die so einmal in der Woche haben die so einen veganen Tag gemacht, weißt du, wo die dann halt Veggie Day. Ja, veganes Döner gemacht haben und so, und sich total toll dabei gefühlt haben. Ich meine, sollen sie machen, ist total in Ordnung, nur sollen sie aufhören, andere Leute damit zu nerven. Ne? So, ja. Dann machen sie das, wenn sie nur einen vegetarischen Tag machen in der Woche? Ja, weil sie versuchen, sich davon zu überzeugen, dass es ja total toll ist. Also können von mir das auch Erde fressen, ist mir auch egal. So, nur sollen mich halt in Ruhe lassen damit. Na, ich weiß nicht, also ich finde das persönlich nicht schlecht, hin und wieder mal nur Gemüse zu essen. Ja, gar keine Frage. Ja. Überhaupt gar keine Frage, nur sich hinzustellen, zu sagen, ja, ich lebe ja vegan und du nur einmal in der Woche, und das ist ja total scheiße und solltest mal deine Einstellung überdenken und so. Ja, deswegen frage ich ja, ich meine, wenn die wirklich nur einen Tag in der Woche vegan leben, dann werden die ja mich kaum damit so nerven. Das sind dann wirklich die richtig krassen Veganer. Ja. Das Geile ist, bei uns auf Arbeit, in der Nähe von meiner Arbeitsstelle, ist ein Tierarzt. Und da hat irgendeiner mit Graffiti an die Hauswand gekritzelt von wegen Mörder irgendwas. Ja, und der dachte sich. Tierarzt ist er? Hä? Tierarzt, hast du gesagt? Ja, ein Tierarzt, ein Veterinärmediziner.
Und warum hat. Hä? Das verstehe ich nicht. Ja, keine Ahnung, vielleicht weil sie Tiere einschläfern oder so, ich weiß nie, weiß die Zusammenhang nicht. Die soll mal klarkommen, ey. In jedem Fall dachte ich mir, eigentlich müsstest du verfügen, dass jeder Spraydose mit Farbe irgendwie irgendein Tierblut oder irgendein Tierfett oder irgendwas beigemischt werden, einfach nur, dass Veganer das nie nutzen können. Ja, das ist gar keine schlechte Idee. Naja. Hey, so ich habe das Ende erreicht. Mit dem Veggie Day, ne, so zum Beispiel. Meine. Mache ich mit, ne, wenn die Veganer einen Fleischdach einlegen. Ja, geil. Ja, also bei uns in der Kantine gibt es halt jeden Tag ein vegetarisches Gericht. Mhm. Und manchmal sind da echt leckere Sachen bei. Ne, so. Ja, na klar. Könnt's halt nicht nur, obwohl. Du locker ohne Fleisch überleben kannst, ne? Der Mensch braucht kein Fleisch. Das stimmt nie. Er kein Schweinefleisch. So. Na, das stimmt, aber ich meine, prinzipiell braucht er B12, Vitamin B12 und das kommt eben nur in tierischen Lebensmitteln vor. Das muss jetzt nicht Fleisch sein, das kann auch Milch oder Ei oder sowas sein. Also Ei weiß ich gar nicht, aber das muss nicht unbedingt Fleisch sein. Weiß nicht, woher die Information stammt, aber so, ich stehe solchen Aussagen immer kritisch gegenüber. Man braucht so, ja. Das wurde gezeigt, das ist das Problem. Ein Mensch, also ein erwachsener Mann oder Mensch braucht das nicht unbedingt, weil der einfach Zeit seines Lebens schon so viel Vitamin B12 zu sich genommen hat, dass das gut und gerne gespeichert wurde. Mhm. Aber bei Babys, die quasi frisch auf der Welt sind, die dann nur komplett vegan leben, also ich meine, jetzt gut, Säuglinge werden eh gesäugt, wobei da auch die Frage ist, inwieweit sozusagen in der Muttermilch dann irgendwie B12 mit enthalten ist, wenn die Mutter das gar nicht zu sich genommen hat. Aber wenn du dann später auch als Kleinkind nie Fleisch kriegst und vor allen Dingen nie tierische Produkte an sich. Also es gibt ja, man muss ja unterscheiden zwischen Vegetarier und Veganer. Ja, ganz kurz, das muss man machen und das ging bei uns gerade ein bisschen durcheinander in der Diskussion. Aber bevor da jetzt die ersten blöden Klugscheißer wiederkommen, wir wissen den Unterschied, ja? Aber dass wir das wissen, würde ich sagen, zeigen wir in der nächsten Folge, nachdem wir erstmal gegoogelt haben, oder? Ja. Also, bis dahin. Genau, Timer ist nämlich abgelaufen und ich habe mir jetzt gekriegt. Ja, dann bis zur nächsten Folge. Bis dahin, ciao. Tschüss.